Der nächste Mythos ist, LDL passt nicht mehr zum digitalen Zeitalter. Für mich stellt sich die Frage nach einem Widerspruch zwischen LDL und der Kultur der Digitalität gar nicht, da beides miteinander verbunden ist. Unbewusst erwirbt die Klasse bei LDL nämlich zahlreiche Kompetenzen, die sie im heutigen digitalen Zeitalter unbedingt brauchen. Erstens lernen sie, wie das Lernen funktioniert. Zweitens lernen sie zu selektieren und fokussieren. Drittens werden mehrere Skills geübt, wie zum Beispiel die 4Ks. Für die Definition der 4Ks und ihre Relevanz im digitalen Zeitalter habe ich einen Experten gefragt. Die 4Ks, kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität, sind essentiell für das digitale Zeitalter und werden durch LDL hervorragend gefördert. Sie sind nicht nur für die Schule wichtig, sondern auch für das Berufsleben danach. Wir leben aktuell in einer Welt der Informationsflut, in der kritisches Denken und das Erkennen von Zusammenhängen entscheidend ist. Kommunikation und Kollaboration mit anderen Menschen sind wichtige soziale Fähigkeiten in der Arbeitswelt. Und Kreativität ist gerade in der digitalen Welt absolut notwendig. Alle diese Skills werden durch LDL in der Schule perfekt trainiert und angewendet. Damit werden Schüler in meinen Augen unabdingbar für die Zukunft der Arbeitswelt vorbereitet. Mein Fazit zu diesem Mythos ist, Lernende, also sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler, erwerben durch LDL vielseitige Kompetenzen, die unabdingbar für ihr Handeln in einer Kultur der Digitalität sind.